abstecken, ja? Ja. Ja, dann machen wir die Strecke weiter. Na gut. Ich werde aber schon noch Chris geben. Ich kann aber Tolle drin spielen. Okay. Yoshi's Rio. Spannst du schönes? Ich spanne Yoshi 3 Band. Yep. Yoshi Pokémon Stadium and Battlefield. Oh, okay. Du hast dann ein Ziel. Mhm. Okay.
Chaos? Mhm. Männlich, und Technik. Nein. Mal ganz kurz, unser Bracket-Dossier geht gerade nicht. Ja, okay.
sein kann, oder? Kann okay. Er machen. Okay. Für dich? Ja. Mhm. Battlefield, das ist ein Wenn das Game 5 ist, laber ich jetzt noch ein bisschen die Leute zu. Okay, wir können tauschen. Kannst du drücken? Oder? Ja. Achso. Hätte ich einfach mal konstant in mein Game verwischt, hätte ich vielleicht auf das Vierte gezogen. Ich habe auf jeden Fall, ab dem Dritten hast du sehr viel geduldiger gespielt. Und das hat mich auch ganz schön geklatscht auf jeden Fall. Ey, ich habe halt dein Tempo rausgefunden. Mhm. Weil ich kann halt am Anfang habe ich einfach zu viele Trades auf dir geschenkt. Ja. Die ersten beiden Games warst du doch nicht so aware auf mein Limit. So, ich habe dann auch das Limit getroffen, damit die Kills geholt. Das ging halt im dritten Game viel besser auf jeden Fall. Ja. Und was soll man ein bisschen versucht mit Video mit Abstand halten und so, das war schon ziemlich smart. Das vierte Game hätte ich auf jeden Fall auch gewinnen können, da war es am Ende ein bisschen langsamer geworden. Ich habe halt diesen einen Confirm nicht bekommen, da hast du mich mit dem Limit getötet. Mhm. Das habe ich ja nicht erwartet. Ja. Dass du halt dafür gehst und halt den ersten, ich dachte du du fakest einen Back, ja. Aber du bist halt für den Deckschäß halt gegangen. Mhm. Ich dachte du gehst halt für den Ledge Trap und holst dich mit der Abwehr oder sowas. Ja. Also, aber du hast halt einfach die Mix-Ups halt rausgefallen, weil ich halt der nicht schnell genug bin. Mhm. Einfach. Ja, an sich, hab auch manchmal ein bisschen lang gelebt, aber das ist halt so ein Cheat-Ding wahrscheinlich. Ja, ja, was heißt ich, es war nie wirklich so eine Situation, wo ich hätte halt so viel ersparen können. Also beim guten Game habe ich halt viel Minuten ersparen können, aber danach hast du halt eigentlich immer dein Limit entweder verrat gehabt und hast halt low recovered. Ja. Also hätte ich mich halt nochmal für Stagebike versuchen können, aber ist auch immer blöd, wenn man es so oft macht. Da war ich aber nicht gefühlt in einer Position dafür. Nee, ist auch richtig, weil wenn ich hab's ja wohl einmal dran gestorben, ich erwarte es ja dann auch auf jeden Fall beim zweiten Mal, dann tag ich das auch und dann verlierst du auch Stage Control. Genau, da fand ich halt irgendwie besser, dich mit den Sidekick zu pressuren und dann halt ja, auf jeden. Nochmal rauszuwerfen und halt versuchen, nie Bounce zu oder sowas rauszuholen. Ja, auf jeden. Einmal im letzten Game, da hatte ich halt meinen Jump raus, aber du bist da zurückgegangen, um mit Lidl wieder auf Stage Tap Position zu sein, so auf Rollbist und Seitest, wo ich nochmal committen kann, das war ein bisschen schade. Ja, schade. Ja, wie steht's bei euch? 3-0. Okay. Aber ein Game hat er mich fast gewonnen. Fast. Ja, ups. Ja, ich hab immerhin ein Game von Will Scout gezogen. Ah, okay. Ich hab Cloud gespielt heute. So, okay. Ja, du, das hoffe ich. Ja. Wie sieht's hier aus? 2-2. Ich sag, Marco holt noch ein Comeback. Also die Prozente sind even. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich gar kein Comeback, ne? Nein. Da gibt's den Burner. Okay. Das ist eine gute Position für Bowser. Für jeden Schal, aber besonders für Bowser. Und da grabbt er ihn. Und ballert ihn zum Boden. Dann hältst du dann den Catch. Okay, Dash Tag. Ist fast gereicht sogar. Schade, aber jetzt ist... Oh, bitte. Ja, das wird der Edge Guard, wird er nicht. Okay. Weirde Interaktion. Ich habe das Ergebnis auf sehr viele Arten nicht erwartet. Aber ja. Ist eh nur einer verstellt. Und da ist Last Stock Situation. Beide 0%. Normalerweise kriegt Peach jetzt so 80% raus. Vielleicht sehen wir auch eine Turnip-Kombo. Das wäre Hype. Oha. Die Turnip ist da. Er versucht's. Oh, das kann er, ach stimmt, das kann er auch stellen. Okay, wir sehen eine normale krasse Peach-Kombo. Okay, nicht ganz zu Ende gebracht, auch leider. Aber das sind trotzdem 57%. Nimmt man immer gerne. Geht hier gut um den Flame Breath rum.
Okay, sehr geduldig an der Ledge. Ungeduldig, ungewöhnlich für Berliner. Der Attack Chase mit dem Turnip. Jetzt wieder die komplette Stage Control. Kaum Schaden genommen bisher, außer einmal vom Flame Breath. Okay. Oh, das könnte Schippen sein, weil Perry das! Oh mein Gott. Das hätte der Kill sein können, Alter. Aber Perry das einfach. Wie unglaublich. Ja. Ja, ich hatte mit Flame Breath Damage machen können, um den Shield Break Tumble zu hauen. Und dann hat er Charge F Smash. Opponent City. Ich glaube, das hat gekillt. Ja, ja. Ich habe an den Flame Breath nicht wieder. Das ist echt krass. Mit Bowser kannst du einfach auch sehen, aus Shield Break immer so viel rausholen. Aber mit Sephiroth kannst du es auch. Ja, okay. Musst du wahrscheinlich diesen Schnipser machen, oder? Ach ja, mit Neutral B wahrscheinlich, ne? Nee, Neutral B reicht doch auf 0. Ja, weil dann hast du auch einfach F-Smash. 3-2 ist es. What do you mean down B? I just see a move of a long lineup that can easily bury.